weiterspielen. Was wollen wir denn hier machen? Also ich denke, wir gehen jetzt hier nicht erst nicht aufs Dach, oder? Nein, lass uns mal irgendwas machen, wo wir ein bisschen Belohnung bekommen. Okay. Gibt es hier irgendwo? Nur die Hauptquest eigentlich. Dann ansonsten schon wieder eher dieses. Sorgen kommen nie allein, habe ich noch. Ach, das Rennen um die Wette, nein. Genau, und das andere ist halt, das ist irgend so eine. Ich war auf der Suche nach Lavan, aber sie fand mich zuerst. Ja, sollen wir dann vielleicht erstmal kurz die Quest mal weitermachen? Ja, machen wir das. Alter, der Hängebrücke, wenn ich nicht mehr sehe, ich könnte kotzen. Ja. So. Oh. Oh, oh. Bin tot. Noch runtergefallen. Ja, aber da ist auch nirgendwo jetzt irgendwas zum. Auf dem Mittelding meinst du, ne? Naja. Hab ich geschafft? Schaffe ich da noch runter? Wunderbar, ich kann dich sogar heilen, wenn du möchtest. Das wäre super. Ich komme aus der Ecke hier raus. Sehr schön. Wo ist er denn hin, den ich da geschlagen habe? Oh. Nein. Oh, du bist tot. Ja. Warum stirbst du denn? Ich habe viel Fallschaden bekommen. Oh, nein, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Aber du musst es leben. Oh, das sind aber ganz viele Menschen hier. Ja, ich glaube, die haben dich auch umgebracht. Die werfen nämlich schon wieder mit irgendwas. Ey, Mensch. Auf. Oh, oh, die ganzen Menschen sind bei mir. Also nicht. Wo kommen die denn alle her? Ist ja nicht mehr schön hier. Oh Gott. Frage. Wie wild drum durch die Gegend. Ach, die gute Zeit. Alter, wo kommt. Sind ja mal mehr. Hilfe. Du liegst da hinten an der Laterne, was hast du denn da gemacht? Oh, neben die Kämpfe hier. Wie viele das sind. Hast du was geworfen? Ja. Hier springt einer sogar. Ja, der hat. Jetzt nicht mehr, er hat keine Beine mehr. Ach, ich bin schon wieder.
Ich dachte, mein Start war schlecht mit dem Fallen. Chemiegebiet? Wo kommt das denn jetzt? Also manchmal wünsche ich mir doch, ich könnte ein bisschen besser heilen. Das dauert mir einfach zu lange zu heilen. Oh, ist das ein Hacke hier, ey. Junge, Junge, Junge. Nein! Oh, da kommt schon wieder... Hier ist schon wieder ein Mensch-Gegner. Jetzt habe ich schon eine lilane Waffe, ein Katana. Uiuiui. Wow, wow. Ja, ich will auch mal, dass das jetzt hier zu Ende geht. Ich will eigentlich nur noch hier looten, Marsch. Und dann hier weg. Ja. Infizierte Peacekeeper. Es sind Zombies. Ist mir aber nur aufgefallen, weil man die halt zerschütteln kann. Mit dem Chemie? Nee. Weiß ich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Da wundern wir uns noch, warum wir nicht weiterkommen. Wir haben ja schon eine halbe Stunde. Aber was hier an Loot rumliegt. Hier sind irgendwelche Zombies, die, wenn man die tötet, die machen das dann. Hier liegt alles voller dieser Taschen, ey. Spaß, ne? Ja, ich fang schon mal. Ich bezweifle gerade so ein bisschen, dass das auch mal aufhört hier mit den Zombies. Alter, diese einen, die dich immer umspringen. Hey! Tot.
Was ist das denn? Leck mich doch. Was geht denn hier ab? Die ganzen Peacekeeper-Zombies, die gehen mir auf den Sack. Nur noch recht schnell. Jo, danke. Ich versuche mal wegzukommen. Wollen wir einfach abhauen? Oder hast du schon irgendwas gelootet? Nee, noch gar nichts. Oh, okay. Und dann hauen wir natürlich nicht ab. Das ist nett. Ja. Ich habe nämlich schon hier viel gelootet, weil ich mir langsam zweifle, aber dass wir endlich mal alle wegkriegen. Da kommen die ganze Zeit neue. Oh, ich habe die eingefroren. Oh, jetzt sind sie schon wieder vergiftet. Wie lange da heilen dauert. What? Was ist denn das immer? Nein, nicht sterben! Fuck. Ah. Ja. Okay. Alter. War das? Zum Kotzen, ja. Ja, probieren wir es nochmal jetzt dahin zu kommen, wa? Vielleicht fallen wir diesmal nicht runter. Oder wir gucken mal. Ach so. Ja, dann gucken wir nochmal runter. Ja, sorry, das war gerade so. Nee, ich weiß ja nicht. Denn irgendwelche davon machen auch so krass Schaden. Immer noch da ist, ne? Weil die müssten ja eigentlich. Ja. Ich will nicht schon wieder runterfallen. Da noch Loot? Stimmt. Ich werde mir hier am besten runter. Weiß nicht, wie ich hier runterkomme und dann denkst du, ich bin ja eben nicht umsonst hier gestorben. Also es sieht. Es war doch hier, ne? Ja. Ist alles weg. Ernsthaft? Ich nicht so gut. Ey. Nicht schon wieder. Wollen wir laufen oder willst du jetzt hier wieder kämpfen? Ja, es macht, glaube ich, keinen Sinn. Okay. Ey.
Hol dir die Stealth Kills. Oh. Genau, weil ich habe die Trophäe schon. Ich mach da jetzt. Ich lasse dir die alle. Wieso ist ein Hinterhalt rot bei mir? Ich kann keinen Hinterhalt machen. Ja, es ist hier eh wieder. Weiß nicht, vielleicht ist das auch, weil das jetzt hier dieser neue Teil der Stadt ist, dass die Zombies hier einfach dann stärker sind. Es ist ganz wichtig, am Boden liegende Gegner in zwei Teile zu schneiden. Ich weiß mit mir an Kotz, wir die haben so viele Zombies gerade erwischt. Ich habe zwei Waffen vergessen. Was hast du? Zwei Waffen kaputt gegangen dadurch. Bei dem Massenkampf? Ja. Ja, bei mir auch. Zum Glück mein lilanes Katana noch nicht. Ah, hier kommen wir aufs Dach. Das könnten wir noch versuchen, oder? Immer. Idee. Na gut, damit locken wir natürlich jetzt hier mit Zombies an, ne? Oh. Ja, so weit denke ich doch nicht. Ach du Scheiße, jetzt komm. Guck mal, hier oben direkt schon wieder. Wie ist das denn jetzt hier nachts im neuen Gebiet? Mamma mia. Looten? Zeit hast zum Looten hier. Das werde ich jetzt umso mehr zwischendurch mal machen, nachdem ich gesehen habe, dass du gerade eben, nur weil wir gestorben sind, gar keinen Loot mehr bekommen hast. Ja, wir sollten weniger sterben, ne? Ja, oder jetzt, ich war froh, dass ich zwischendurch da eben gelootet habe. Alter, ach. Oh.
Mich stört's aktuell ein bisschen, dass diese Zombie-Wellen überhaupt kein Ende nehmen. Ja, man hat keine Ruhe hier. Ne? Die sind ja schlimm. Mann. Ah, und das sind auch die, die das Gift verlieren hier, die. Treff ihn doch mal. Wieso kriegt er keinen Schaden? Wieso kommen immer mehr? Ja, die anderen tun da irgendwie so eine Explosion. Ich will ja so einen Geräuschmarker setzen, so ein Ding. Ich hab die dann angezogen durch. Oh, dass wieder einer so Gift rauskommt. Oh, nächste Woche Waffe kaputt. Jetzt sieht aus, wenn wir Ruhe hätten, ein bisschen. Zurück zum Ja, komm. Was wollen wir denn jetzt hier machen? Ja. Weil da unten ist ja nicht mehr so viel übrig eigentlich, ne? Haben wir alles weggesprengt. Oh. Bin halb runtergefallen. Ist der Dicke noch da? Nö. Okay, dann kommen wir ja nicht runter, ne? Da hängen noch ein paar lootende Zombies. Da unten noch ein paar Taschen. Oh, oh. Da explodiert jetzt was. Pass auf. Weg da. Ich hatte einen Lag. Oh, jetzt kommen hier wieder so viele. Ja, die Explosion wieder. Ich glaube, darauf müssen wir achten. Ein bisschen. Ein Zombie hat gerülpst, wo er gestorben ist. So, ganz kurz mal an die Wand gehen und mal Waffen
Die Stadt hat echt ein Zombie-Problem. Da kommt noch einer. Sind auch schon Level. Level. Oh, jetzt explodiert hier wieder was. Warum? Meine Güte. Hat auch wirklich. Heute ist ja ganz schlimm hier. Die Performance ist aber heute auch nicht der Hammer. Ich hau oft Gegner aufs Gegner und dann sind die im nächsten Moment ganz woanders. Hört halt auch nicht auf. Nicht Basel. Nee, bin tot. Und dass diese Peacekeeper-Zombies, die so viel Schaden machen. Ja, bin auch tot. Sehr gut. Merk schon, wie wir heute Fortschritt um Fortschritt machen. Ja, ich bin begeistert. Hört mal auf Kacke, da sieht man so ein bisschen so einen Konvoi und so, dann denkt man sich, okay, könnte man machen, ne? Ich finde das halt total mies eigentlich, ehrlicherweise. Einfach. Dass du dann, du brauchst halt auch, was ist, wenn du alleine spielst? Du brauchst doch zwischendurch die Ruhe, um das überhaupt mal aufmachen zu können. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal ganz kurz gucken, dass ich jetzt mich noch ein bisschen ausrüste hier. Ich nehme im Moment erst nur grüne Sachen mit, keine blauen. Aber die blauen Sachen sind alle noch Level 2. Ist das auch das, was das Problem ist? Was schreit denn hier? Oh, da ist ein Händler. Ist da eine Waffe bei dem? Sieh dir meine Waren an. Was kann ich für dich tun? Ein Straßenhackmesser. Dann bis später. Aber ich habe doch gelootet. Hier kann ich bestimmt einiges verkaufen. Stich dir was jo, Wertsachen für 3000. Danke, Kumpel. Du bist jederzeit willkommen. So. Okay, hier haben wir was zu tun. Wertsachen 700 nur. Dann mal gucken, ob wir jetzt endlich zu der Quest noch kommen hier. Hab ich ja alles nicht.
Ah, dabei hätte mir der Kumpel gefallen. Ja, mir eigentlich auch. Oh, Hemmstoffbehälter, guck mal. 19, 18, 17, hier muss irgendwo einer sein. 13, 10, 12, 11. Oh, oben am Dach. Am Dach ist ein Hemmstoffbehälter. Uff. Ja, ich bin ins Haus hier reingeflogen, scheiße. Achso. Krieg ich hin. Das Haus sieht mal machbar aus. Zumindest auf dem ersten Blick. Meinst du? Ja, es ist zumindest nicht so hoch wie die anderen. Und Notiz hier, ne? Oh. Mhm. Perfekt. Jo. Jawohl. 6 Meter über uns, 5 Meter über uns ist der. Ich glaube, ich muss hier drauf springen. Jetzt brauchst du mal immer dieses Kackgefühl in den Beinen. Ah, hier. Ah! Draußen. Immer raus auf diese Ventilatoren, die du da siehst, und dann hier, wo ich bin da drauf gesprungen. Jetzt kannst du hier, glaube ich, ja, und hier ist der Hemmstoffbehälter. Mega, und die Nacht fängt an, noch besser. Vielleicht komme ich gleich auch mal da hoch. Okay, ach so, der hält sich da oben fest, war okay. Ja. Yes. Sehr schön. Hemmstoffbehälter nehmen wir doch immer gerne. Habe ich jetzt ja die einzelnen. Kommen wir noch höher? Acht Meter, sieben. Es ist tatsächlich auch noch was auf dem Dach. Irgendwie möglich? Ja, hier vielleicht? Jo. Bin auf dem Dach. Muss raus, wo wir rein sind. Und dann kannst du dich hier, wo ich bin, hier hochspringen. Da kannst du dich festhalten. Ja. Oh. Das ist was Wichtiges. Wir haben nur eine Parcours-Herausforderung gefunden. Jo, mit Paragliden und so, ne? Scheiße. Lass uns mal versuchen, zum Questen zu gehen. Mhm. Ah, 50 Meter da drüben. Nachsehen gegangen, woher der ganze Lärm kommt. Und stoß auf einen seltsamen Kerl, der in meiner Wohnung ist. Ja, jetzt gibt's wieder Story. Lawan, bist du da? Lawan? Wird gleich bestimmt hinter ihm. Mal umschauen. Gar nicht. Treffen Sie Lawan. Nicht Lawan. Was macht der denn? Glaubst du, die Stadt den Picards zu übergeben, wird uns hier helfen? Ja. Mit Kerzen auf dem Boden. Komm noch mal hier hin. Ah ne, komm hier an. Kann ich mit dem reden? Ja, genau, der Spieler mit dem Strahl. Hey, ich suche Lawan. Weißt du, wo ich sie finden kann? Sie war gerade hier. Du hast dir also nicht das Genick gebrochen. Gut.
ist er das? Der Gajo, den du meintest? Daniel, ich habe schon viel von dir gehört. Sieht aus wie Miraculix. So, wirklich, was denn? Ich habe nicht das nächste. Ja. Ja, von dir habe ich überhaupt nichts gehört. Gehen wir zu Frank? Frecher Hurensohn. Ich steck dir deine abgeschnittene Zunge in den Arsch. Lass es, du Esel. Wovon sprichst du? Lauerns Freunde sind auch meine. Daniel sagt, dass wir die anderen Umspannwerke wieder aktivieren müssen, wenn der Strom fließen soll. Mmh, sieht ja lecker aus. Das Kraftwerk läuft, aber die Kabel sind durch. 15 Jahre Verfall. Atrophie muskulare instruite. Untrainierte Muskeln schwinden. Komm, Franks Zimmer ist da drüben. Finden wir raus, warum Morty überhaupt eingeschaltet hat. Gutes Gespräch, Gajo. Pass gut auf dich. Er eben noch beleidigt, aber jetzt gutes Gespräch. Sehr gut. Okay. Was machst du noch hier? Wie? Folgen Sie Lavon. Ob man es glaubt oder nicht. Nur jetzt wieder reden. Gehen wir? Eine Sache zu Frank. Siehst du diese Leute? Anderswo würden sie sich wie die Wilden gegenseitig an die Kehle springen. Hier nicht. Hier bleiben sie ruhig, gelassen und gefasst. Wegen Frank. Sie respektieren ihn, weil er ein Nightrunner war. Alle hier schulden ihm etwas. Und ich genauso. Ohne Frank wäre ich jetzt nicht hier. Und wo wärst du dann? Als Beißerin in einer Dark Zone. Oder ich würde mich in irgendeiner Höhle weiter zudröhnen. Frank wird uns helfen. Du kannst dich auch auf ihn verlassen. Vertrau mir. Bereit? Dann los. Gut, dann... Mich legst du verdammt nicht aufs Kreuz, Harvig. Frank? Sie haben uns abgeschlachtet. Einen nach dem anderen. Wie verfickte Karnickel. Frank! Frank, ich bin's! Wach auf! Du? Was zur Hölle machst du hier? Störst mein Gespräch mit... Ravik ist seit Jahren tot, Frank. Reiß dich zusammen. Du hast Besuch. Und wer ist das? Die verdammte Königin von England? Muss ich jetzt ganz fein tun, oder was? Das ist Aiden. Er hat den GIE-Zugangsschlüssel. Waltz hat ihn benutzt, um den Strom in der Stadt einzuschalten. Einen gültigen GIE-Schlüssel? Du Scheiße. Zeig ihn her. Wo hast du den her? Von einem von Walts Leuten. Also bist du auch einer von Walts? Ruhig, Frank. Aiden ist auf unserer Seite. Wir glauben, dass er Daten enthält, die beweisen, was sie im Krankenhaus mit uns gemacht haben. Du willst also immer noch rausfinden, warum Walt seine Kindheit versaut hat. Na gut. Ich sag's dir. Bereit? Ja, weil er ein scheiß Psycho ist. Krank in der Birne. Das ist der heilige Gral und die Bundeslade in einem, Lavan. Zufrieden? Aiden, stimmt's? Du und Lavan könnt mir jetzt verflucht nochmal aus den Augen gehen. Ich habe Wichtigeres zu tun. Es hätte funktioniert, wenn der Wichser am Fernsehsender aufgekreuzt wäre. Du hattest recht, Ravik. Verfluchter Verräter. Ohne ihn waren wir wie Kinder mit Steinschleudern, die sich gegen Panzer stellen. Wir sind hier noch nicht fertig, Frank. Darauf sind auch Daten über jemanden, den ich suche. Ich muss wissen, wie ich ihn auslesen kann. Das ist ein verdammter Schlüssel, kein Tagebuch. Nimm ihn, um Türen zu öffnen, um den Strom einzuschalten. Aber allein ist er nutzlos. Du musst ihn irgendwo reinstecken. Und bevor ich dir erkläre, wohin du ihn dir stecken kannst, verzieh dich. Du machst mich irre. Ravik, du verdammter Bastard. Warum bist du für diese Mission zurückgekommen? Alles ist schief gelaufen. So viele Menschen, so viele wunderbare Menschen. Sollen wir den weiter bedrängen? Ja, das ist ja jetzt nichts Gelbes, ne? Weiß. Ding. Ja, guck mal.
Lawan sagt, nur du kannst uns helfen. Lawan sagt viel, wenn der Tag lang ist. Und weißt du was? Das meiste davon ist Scheiße. Sie ist ein Junkie, den ich von der Straße aufgesammelt habe. Verstehst du? Wenn du mir nicht glaubst, frag sie. Sie wird dir alles selbst erzählen. Also was zum Teufel, wenn wir es in diesen Stock geschafft hätten. Wir steckten tief in der Scheiße. Da war keine Chance. Vielleicht wurde dieser Turm nicht eingenommen und wird es auch nie, verstehst du? Verflucht, wir werden alle krepieren. Und dann ist gut. Dann hältst auch du die Klappe. Na, Warn, wir sind hier wohl fertig. Gehen wir. Waltz hat mit diesem Schlüssel den Strom eingeschaltet, zum ersten Mal seit Jahren. Und ich glaube nicht, dass er das aus reiner Nächstenliebe gemacht hat. Und dir ist das scheißegal? Frank, reiß dich zusammen! Aiden und ich müssen diese Datenbank finden. Helfen Sie uns? Hm. Weißt du das überhaupt noch? Er hatte ganz andere Untertitel. Frank ist tot, Lawan. Ja. Er starb mit den anderen beim Fernsehsender. Warum zum Teufel würde Waltz den Strom einschalten? Frag mich nicht. Keine Ahnung. Aber wenn du an die GRE-Datenbank ran willst, dann brauchst du ein Terminal für den Zugriff. Es ist nur... Ich habe keine Ahnung, wo eins sein könnte. Und diejenigen, die es wussten, sind wohl schon lange tot. Aber die gute Nachricht ist, dass wir wahrscheinlich bald genug selbst tot sind. Prost. Noch viel in der Flasche drin da. Verzieht euch aus meinem Quartier. Verfluchter Säufer. Hörst du das? Verdammt, irgendwas passiert gerade. Schaust du nach? Ich bin direkt hinter dir. Alles klar, jetzt geht's ab. Ich hab sie gesehen! Hilfe! Wo zum Teufel sind die Pieske? An alle Einheiten. Abtrünnige im Zentralring. Ich wiederhole, Abtrünnige im Zentrum. Sie umstellen das Fischauge. Hört mich irgendjemand? Over. Kommt raus, ihr Ratten. Kommt raus. Oder wir fackeln die verdammte Hütte ab. Okay, jetzt geht's ab. Oh, da sind sie ja schon. Schnapp dir die Sau und töte sie! Was ist hier los? Ja, ich habe da öfters mal Probleme. Was war das denn? Oben hat's gemacht. Oh, 1,50, wir haben nicht wir müssen fallen. Lauf ja. Zeit. Das kriegen wir hin. Ach, ich fall natürlich runter, ich Idiot. Warum denn? Ach, weil ich einen. Ach, Scheiße. Ja, komm, ey, ist nicht zum Kotzen. Warum falle ich denn wieder runter? Warum hat sich dieses Spiel so abartig? Nein. Beide sind benötigt, wenn die AK vielleicht teleportieren. Nee, ich muss kämpfen. Die Zeit läuft noch weiter. Ich versuche hochzukommen. Oh,
lassen. Ende mit dir, du Penner. So. Ja, das hab ich vergessen, komm ich nicht mehr hoch. Nach unter Zeitdruck nicht. Hab's geschafft. Das war knapp. Aiden, mehr Abtrünnige auf der unteren Ebene. Wie, jetzt wieder runter oder was? Seitdem ihr Abtrünnige auf der unteren Ebene. Wo denn untere Ebene? Ich hab das drei. Wo ist denn das gelbe Scheiß? Diese Markierung ist so schlecht immer. Ja, vertue mich auch andauernd mit. Da hinten. Da wo du bist. Ja, ich bin hier ganz oben jetzt. Wie komme ich denn hier runter? Reitschirm. Ach ja. Danke. Bin ich jetzt zu weit unten? Ja, die sind bei mir hier. Ein Meter bei mir. Brauch Hilfe hier. Ich weiß nicht, wie ich das hier hinkomme. Gerade. Mit der U-Bahn. Weil ich bin eigentlich zum Marker hingelaufen und. Hier ist auch noch Zombies. Mann! Noch eine Kanone. Das geht wieder auf Zeit, oder? Wo? Ja, wieder auf Zeit jetzt. Da oben. Man, bleib doch mal oben drauf stehen, du Idiot. Jetzt auch ich den größten Heini hier in dem Spiel, ne? Bam, ist das hin. Okay. Halt den Tennis gerade wieder an. Jo, ich bin da. Nein, jetzt kommt hier noch ein Zombie, verdammt. Ich hasse dieses Spiel. Okay, die haben wir geschafft. 20 Sekunden vor Schluss, aber. Ah, das ist noch ein zweiter Timer? Hab ich euch. Ihr Arschlöcher. Oh no. Ja, ich bin in der Nähe. Bei dem anderen? Ja. Okay, ich bin auf dem Weg dahin. Auch. Ja, jede Menge. Diesen scheiß Typen. Bin da. Ah, ich werde angegriffen. Was? 39 Sekunden bis da runter? Okay, wir müssen hier weg.
30 noch. Helfen die Lawan. Das jetzt. Sind alle in Ordnung? Schaut, wer Hilfe braucht und bringt ein paar Sanitäter her und sorgt Black dafür, Black, dass sich keine von diesen verfluchten Abtrünnigen mehr in der Gegend befinden. Ja, Commander. Alles in Ordnung, Junge? Jackman. Komm schon, Frank. Alles in Ordnung? Ich habe sie kämpfen sehen. Wie heißen sie? Aiden. Ohne sie gäbe es viel mehr Tote. Kommt schon, Jungs. Durchsucht das Gebiet. Sir, ich habe eine Frage. Wir suchen nach einer GRE-Datenbank. Die meiste GRE-Ausrüstung ist seit Jahren außer Betrieb. Wozu braucht ihr diese Datenbank? Mit ihren Kenntnissen der Stadt kennen sie die GRE-Standorte auswendig. Du warst eine Legende. Der verdammte Commander der... Lawan. Ist das ihr Freund? Aiden? Könnte man so sagen. Ich habe noch nie von ihnen gehört, Aiden. Woher kommen sie? Oder? Ja. Ich bin ein Pilger. Ich bin von außerhalb der Mauern gekommen. Also haben Sie eine Menge gesehen. Sie sind wahrscheinlich auch durch Old Villador gekommen, richtig? Okay. Was wollen Sie wissen? In letzter Zeit war eine Menge los. Wir haben unseren Commander verloren. Und die Leute vom Bazaar haben versucht, uns den Strom abzudrehen. Glücklicherweise hatte das nicht geklappt. Und wir haben unsere Position gehalten. Aber die Kämpfe gehen weiter. Wir verlieren Leute. Ich habe auch den Kontakt zu unserem neuen Commander Aether und seiner Einheit verloren. Aether? Wissen Sie etwas über die? Ja. Wir haben Walls gefunden, aber er war uns überlegen und ist entkommen. Was? Wo? In den Tunneln nahe der Automobilfabrik. Walls hat Aethers Trupp dezimiert. Ich habe es gerade so geschafft zu entkommen. Ich hätte sie so nicht allein lassen dürfen. Wir müssen herausfinden, was da vor sich geht. Bezüglich der GRE-Ausrüstung, nach der Sie gefragt hat. Sie können Lieutenant Rowe fragen. Wenn etwas funktioniert, weiß er davon. Neulich hat er mit seiner Einheit die Bereiche Calvert Island und New Dawn Park gesichert. Aber wegen des Angriffs des Schlechters müssen wir Funkstelle halten. Ihr müsst ihn also selbst suchen. Wenn ihr ihn findet, gebt ihm das hier. Was ist das? Befehle für ihn und die anderen Einheiten. Kommt schon, Leute. Gehen wir. Kommt nach draußen. Reden wir. Noch mehr reden. Naja, gut. Ich hab immer noch mal die ganzen Loot, die wir vorhin verloren haben. Ja. Ja. Raus aus meinem Haus. Sehr schön. Agenten und Kapitel. Oh. Ey, das Spiel ist... Sie haben die Agenten freigeschaltet. Jeder Agent vertritt eine Gruppierung. Verdienen Sie sich Ansehen bei Ihnen, indem Sie Ihre thematischen Kopfgelder abschließen und schalten Sie Ihre jeweilige Warenauswahl frei. Die Agenten sind auf der Karte durch spezielle Symbole gekennzeichnet. Sobald Sie einen entdeckt haben, können Sie per Schnellreise dorthin und jeden Tag Zugriff auf neue Kopfgelder zu erhalten. Agenten werden mit jedem neuen Kapitel erweitert. Bei jedem werden neue... Agentenmenü. Mann! Hast du das weggemacht? Nee, ich habe nichts weggemacht. Durch Abschluss, Kopfgeldern, Agenten. Warum geht das hoch und runter? Diese Mann! Als ob ich es mir erst durchlese, so was ist das denn? Am Arsch, jetzt mach ich weiter. Gott. Was ist das denn für ein Text? Ach, das war wirklich ein Albtraum, ja? Ja, ich hab. Alter, feier nee. Aber ohne Witz, das Spiel. Ist an sich schon ein Albtraum. Es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr, ne, dass man irgendwie... Ja.
Ja gut, aber immerhin haben wir das zu Hause verteidigt, sind hier in dem Fischauge. Und jetzt gucken wir mal gleich, was wir da weitermachen. Ob wir jetzt mit Lavane reden oder jetzt erstmal, glaube ich, einen Händler suchen, wäre auch nicht schlecht. Und uns mal wieder auf die neuen Sachen vorzubereiten.